Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzler Kohl und Premierministerin Thatcher stimmen in der Frage der deutschen Einheit nun weitgehend überein, bleiben aber uneins über die europäische Einigung. Das zeigte ihr zweitägiges Treffen gestern Abend in Cambridge und heute in London. Bei Meinungsverschiedenheiten über die weitere Stationierung von Atomwaffen auf deutschem Boden sind beide Regierungschefs dennoch gemeinsam der Ansicht, dass ein vereintes Deutschland Mitglied der NATO sein müsse. Kohl bekräftigte, dass eine gesamtdeutsche Regierung sofort nach der Vereinigung der beiden Staaten einen völkerrechtlich verbindlichen Grenzvertrag mit Polen schließen werde. Doch regte er auch erneut ein Wort Warschaus zu dem an den Vertriebenen begangenen Unrecht an. Der Schlag zwischen beiden kam spät, aber der deutsch-britische Gipfel bewies, nun macht Mrs. Thatcher betont gute Miene zum Spiel der deutschen Einheit, die entgegen früheren Bekundungen von ihr doch auf der Tagesordnung steht. Sichtlich waren beide Seiten um eine fröhliche Stimmung bemüht. Auf der Abschlusspressekonferenz gratulierte die Lady dem Kanzler gar zu dessen später doch verbindlicher Festlegung in der polnischen Grenzfrage, die sie stets angemahnt hatte. Da konnte auch Kohl nur lachen. Die schweren Schatten, die auf dem deutsch-britischen Verhältnis lagen, haben sich gelichtet. Aber dass nun eitel Sonnenschein herrscht, kann man wahrlich nicht sagen. Dazu sind die Töne zu unterschiedlich, die erklingen, wann immer die neue Ordnung von Europa angesprochen wird. So will Kohl im Einklang mit Frankreich jeden Alleingang ganz Deutschlands durch dessen Einbindung in eine europäische Union verhindern. Mrs. Thatcher dagegen beharrt auf einem Europa der Vaterländer. Zwar stellte sie Englands baldigen Eintritt zum Währungssystem in Aussicht, aber jeden Souveränitätsverzicht lehnt sie ab. Beide Seiten waren sich einig, dass ganz Deutschland zur NATO gehören müsse. Der Kanzler will auch den atomaren Schutzschirm der NATO erhalten, aber die Briten beharren offensichtlich auf der Stationierung von atomaren Kurzstreckenwaffen auf deutschem Boden. Mrs. Thatcher will deren Zahl nur verringern und über die Modernisierung der Lance-Raketen noch verhandeln. Kohl dagegen meint, die Modernisierung der Lance erübrige sich durch schnellen politischen Wandel. Wenn Sie die Reichweite dieser Waffen bedenken, dann werden Sie wissen, dass in dieser Reichweite Städte wie Prag, Warschau, Budapest, aber auch die deutsche Stadt Rostock liegt. Gegen die Stimmen der Opposition hat der Bundestag heute der Regierung zusätzlich 6,8 Milliarden Mark bewilligt, die in einem Nachtragshaushalt vor allem für deutschlandpolitische Aufgaben ausgegeben werden. Nach Ansicht von SPD und Grünen reicht das Geld nicht aus, um den Menschen in der DDR zu helfen. Sie beantragten weitere Einsparungen im Etat des Finanzministeriums, was die Koalitionsfraktionen mit ihrer Mehrheit aber ablehnten. Die Regierung widersprach auch der Auffassung der Opposition, dass zur Finanzierung der deutschen Vereinigung Steueranhebungen geplant sein. Für die geplante Währungsunion ist nach Informationen der Frankfurter Rundschau bereits eine wichtige Vorentscheidung gefallen. Nach Darstellung der Zeitung hat der Zentralbankrat der Bundesbank gestern im Beisein von Bundesfinanzminister Weigel einen Umstellungskurs von 2:1 beschlossen. Diese Regelung solle für Löhne, Gehälter, Renten, größere Sparguthaben und die Schulden der DDR-Wirtschaft gelten. Ausgenommen seien lediglich kleinere Sparguthaben bis zu 2000 Mark, die am Stichtag zu einem Kurs von 1:1 verrechnet werden sollen. Zu diesen Informationen aus Bonn, Klaus Altmann. Die Meldungen stimmen, das hat man uns heute Abend in Bonn bestätigt. Wer aber glaubte, die Frankfurter Bombe hätte hier eine Explosion verursacht, der hat sich getäuscht. Die Entscheidung der Bundesbank wird als Hilfestellung für die Verhandlungen mit der künftigen DDR-Regierung gewertet. Der Spielraum der Bonner Unterhändler ist größer geworden, aber der Beschluss hat keinerlei bindende Wirkung. Falls der Bundeskanzler zum vorgegebenen Stichtag rund um den 1. Juli, an dem die Währungsunion eingeführt werden soll, den harten Schnitt nicht wagen will, kann er den Bundesbankbeschluss übergehen und ein Umtauschverhältnis von 1:1 politisch durchsetzen, so heißt es im Bundeskanzleramt. Bezahlen müsste das allerdings der Steuerzahler. Andererseits
In den Diskussionen rund um den 18. März haben täglich neue Horrorzahlen aus der DDR die Finanz- und Sozialpolitiker in Bonn zu immer neuen Überlegungen veranlasst. Daher die verwirrenden Meldungen dieser Tage. Klar ist, dass Sparguthaben in einer ersten Tranche 1:1 eingetauscht werden. Klar ist auch, dass dies für die Renten ebenso gilt. Die Bundesregierung setzt darauf, dass am Stichtag die Kaufkraft in Mitteldeutschland höher sein wird als bisher. Dann spielt ein Umtauschverhältnis eine geringe Rolle. Den Rest müssen Fleiß und Produktivität der Arbeitnehmer in der DDR ohnehin allein besorgen. CDU und SPD der DDR werden am Sonntag erneut zu einem Informationsgespräch zusammenkommen. Heute berieten die beiden Parteien getrennt über die mögliche Bildung einer Koalitionsregierung. CDU-Chef Lothar de Maizière macht Druck. Er will die große Koalition mit der SPD und eine schnelle Regierungsbildung. Die Allianz, das Bündnis aus CDU, DSU und demokratischem Aufbruch, stehe fest zueinander. Um der SPD auch die ungeliebte DSU näher zu bringen, führten de Maizière und der DSU-Vorsitzende Ebeling am Rande der CDU-Präsidiumssitzung ein längeres Gespräch mit Erfolg. Ebeling sieht programmatisch keine Schwierigkeiten mehr, mit der SPD zu koalieren. Ich bin für eine große Koalition. Wir haben also keinerlei Berührungsängste. Ich verstehe da die Haltung der SPD nicht ganz. Nun wirft die SPD Ihnen vor, insbesondere Ihr Wahlkampf sei unfair und zu hart gewesen. Verstehen Sie diese Vorwürfe? Also da müsste man nun beiden Parteien vielleicht manches sagen. Ich habe auch in der Öffentlichkeit gesagt, ich bedauere, dass manches bei uns so gelaufen ist. Dafür habe ich mich jedenfalls entschuldigt. Es ist immer gut, wenn Menschen sich zum Besseren wandeln. Sagt Markus Meckel, amtierender SPD-Vorsitzender. Er zeigt sich von so viel Entgegenkommen der DSU überrascht. Die Fronten sind weich geworden. SPD-Erklärungen, man wolle mit der DSU nicht koalieren, klingen halbherzig. Mehr dazu angetan, den Rückzug von Aussagen vor der Wahl schrittweise nicht auf einmal zu vollziehen. Die SPD ziert sich noch, aber es dürfte ihr sehr schwer fallen, sich den Angeboten der CDU und nun auch der DSU zu entziehen. Sie will an der Regierung beteiligt werden und da führt an der konservativen Allianz für Deutschland mit ihren drei Partnern kein Weg vorbei. Der Weg zu raschen Koalitionsverhandlungen scheint geebnet. Der Vorsitzende der DDR-SPD, Böhme, will seine politischen Ämter am Montag wieder aufnehmen. Das kündigt er heute nach mehrstündiger Durchsicht seiner Akten in der ehemaligen Staatssicherheitszentrale in Ost-Berlin mit. Dabei wurde nach Auskunft seiner Anwälte nichts Belastendes gefunden. Böhme hatte seine Parteiämter am Montag vorübergehend niedergelegt, nachdem ihm Stasi-Mitarbeit vorgeworfen worden war. 33 Jahre nach dem Schauprozess gegen die sogenannte Harich-Gruppe hat heute das oberste Gericht der DDR die damals Verurteilten rehabilitiert. Der Philosoph Harich und seine damaligen Mitangeklagten Steinberger und Hertwig wurden von jeder Schuld freigesprochen. Sie erhalten Haftentschädigung. Die drei Kritiker der stalinistischen Partei und Staatsführung unter dem früheren SED-Chef Ulbricht waren 1957 wegen Staatsverrats zu Zuchthausstrafen zwischen 2 und 10 Jahren verurteilt worden. Im Schmachtenhagener Forst bei Oranienburg haben Freiwillige der Nationalen Volksarmee ein weiteres Massengrab entdeckt. In kurzer Zeit legten sie mehr als 30 menschliche Skelette und Schädel frei, die übereinander liegend nur 1 Meter unter der Erde verscharrt waren. Die Toten waren vermutlich Häftlinge eines sowjetischen Internierungslagers im ehemaligen KZ Sachsenhausen. Die Soldaten fanden in der Erde Patronenhülsen und verrostete Erkennungsmarken. Ob die Menschen erschossen wurden, ist unklar. In Hagen hat am Abend ein 3-tägiger Parteitag der Grünen begonnen. Dabei geht es um das Programm für die Bundestagswahl und eine deutschlandpolitische Positionsbestimmung. Außerdem werden heftige Kontroversen zwischen den Parteiflügeln erwartet. Linke Opposition oder ökologische Reformpartei, das wird die Kernfrage sein auf diesem Parteitag. Doch heute ging es erst einmal um die Deutschlandpolitik und auch da gibt es genügend Kontroversen bei den Grünen. Der gemäßigte Flügel will nach der Abkehr von der Zweistaatlichkeit die Zukunft Deutschlands mitgestalten. Ein Beitritt nach Artikel 23 wird abgelehnt. Der linke Parteiflügel versteht sich dagegen ausschließlich als Oppositionspartei und fordert die Herstellung einer gesamtdeutschen Opposition. Zündstoff könnte das Verhältnis der Grünen zur SED-Nachfolgepartei PDS werden. Die Gemäßigten schließen jede Zusammenarbeit aus, dazu die Linken. In den letzten Tagen ist kolportiert worden, es gäbe linke Grüne, die ein Bündnis mit der PDS anstreben. Das ist unwahr. Für uns steht außer Frage, dass unsere politischen Freunde und Freundinnen in der DDR der Unabhängige Frauenverband, die Grünen, die Vereinigte Linke und das Bündnis 90 sind.
Gleichzeitig wollte Verena Krieger aber gemeinsame Aktivitäten mit der PDS in bestimmten Fragen nicht ausschließen. Auch in der PDS gäbe es Menschen, die eine Erneuerung der Partei und eine politische Öffnung zu den Grünen anstrebten. Diese Menschen müssten ermutigt werden. Frühestens in 2 Stunden wird über die deutschlandpolitische Erklärung abgestimmt werden. So wie es aussieht, werden sich die Gemäßigten durchsetzen. Das wird dann zur Folge haben, dass sich die Linken einmal mehr ausgegrenzt und an den Rand gedrängt fühlen. Der Konflikt ist also so gut wie vorprogrammiert. Alle Beamten in der Bundesrepublik bekommen mehr Geld. Der Bundestag beschloss heute, den für Arbeiter und Angestellten im öffentlichen Dienst erzielten Zulagentarifvertrag voll auf die Beamten zu übertragen. Einbezogen ist auch der obere Besoldungsbereich, wo die Bezirke rückwirkend zum 1. Januar ebenfalls um 60 Mark monatlich angehoben werden. Besonders scharf kritisierte die Opposition, dass Beamte bei der Anrechnung von Kindererziehungszeiten nun doch wieder besser gestellt werden sollen. Daraus ergäben sich erheblich höhere Pensionen als Renten. Die Bundesländer haben sich auf ein gemeinsames Konzept zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs geeinigt. Aufklärung und Hilfe stehen bei dem Programm im Vordergrund, das die Fachminister heute auf einer Sonderkonferenz in Bonn verabschiedeten. Darin wird Drogensucht ausdrücklich als Krankheit anerkannt. Rentenversicherungen und Krankenkassen sollten darum nach Meinung der Länder Langzeittherapien finanzieren. Weiterer Schwerpunkt des Konzepts ist die verstärkte Verfolgung des illegalen Drogenhandels. Die Länder wollen erreichen, dass Geldwäsche unter Strafe gestellt wird und das Vermögen der Rauschgifthändler leichter eingezogen werden kann. Zum ersten Mal seit 14 Jahren hat sich in der Bundesrepublik die Zahl der Schüler im laufenden Schuljahr erhöht. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden heute mitteilte, besuchen gegenüber dem vergangenen Jahr 10.500 und damit 0,2% mehr Jungen und Mädchen die allgemeinbildenden Schulen. Grund für die Zunahme sind nach diesen Angaben vor allem die Kinder der Aus- und Übersiedler. Insgesamt gehen zurzeit 6,7 Millionen junge Menschen zur Schule. In den Niederlanden ist heute die größte Van Gogh-Werkschau aller Zeiten eröffnet worden. In der Doppelausstellung von Amsterdam und Arnheim sind bis zum 100. Todestag des Malers am 29. Juli seine Gemälde und Zeichnungen zu sehen. Eine leibhaftige Königin mit 2 echten Van Goghs. Die jüngsten Nachfahren des großen niederländischen Künstlers assistierten Beatrix heute früh bei der Ausstellungseröffnung in Amsterdam. Eines von vielen Beispielen für den schier unerschöpflichen Einfallsreichtum, mit dem die Veranstalter den Marktwert des ohnehin schon teuersten Malers der Weltgeschichte zu steigern versuchen. Da eines der bekanntesten Werke Van Goghs, die Schwertlilien, nicht in Amsterdam zu sehen ist, hat einer der Sponsoren einfach heute früh das Stadtzentrum mit diesen Blumen vollgemacht. Alle wollen halt verdienen an dem Van Gogh-Rausch, in dem sich die Niederlande von heute, dem 137. Geburtstag, bis Ende Juli am 100. Todestag des Malers gefälligst befinden sollen. Eintrittskarten gibt es für Touristen bei Reisebüros, für die Einheimischen bezeichnenderweise bei den Sparkassen. Und erstmalig wurde in der Geschichte der Ausstellung von Malerei berechtigt das Ticket zum Zugang nur zu bestimmten Zeiten eines Tages, wie im Konzert oder im Theater. Den echten Van Gogh-Fan wird das alles kaum abschrecken. Er kriegt in den nächsten Wochen die vollständigste Ausstellung dieses Spätimpressionisten geboten, der selbst zu Lebzeiten nur ein einziges Bild zu verkaufen vermochte. Die Ölgemälde gibt es im Van Gogh-Museum in Amsterdam, die Zeichnungen im Kröller-Müller bei Arnheim. Zum Vergnügen der Betrachter und zum Segen der Niederländer, die schließlich ja alle irgendwie glückliche Nachfahren eines unglücklichen Malers sind. Aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 31. März. Der Satellitenfilm zeigt über den Alpen sowie an der Küste stärkere Bewölkung, die sich jedoch im Tagesverlauf allmählich auflöste. Die übrigen Gebiete waren zumeist wolkenfrei. Eine Hochdruckzone über den britischen Inseln verlagert ihren Schwerpunkt langsam südostwärts und bestimmt dabei zunehmend das Wetter in ganz Deutschland. Die Vorhersage für morgen: Im Norden sowie im Alpenbereich anfangs noch stärkere Bewölkung, die sich jedoch im Tagesverlauf allmählich auflöst. Niederschlagsfrei. In den übrigen Gebieten, nach Auflösung einzelner Frühnebelfelder, sonnig. Tiefsttemperaturen 0 bis 5, örtlich leichter Frost bis minus 2 Grad. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. Schwacher, an der Küste zeitweise mäßiger Wind um West. Die weiteren Aussichten: am Sonntag sonnig und warm.
Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Darin mehr zum Umtauschkurs für die DDR-Mark und ein Streitgespräch über die Stasi-Amnestie.